Unsere Botschaft wird überall gezeigt. Wir haben, was wir wollten. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Man wird uns beobachten. Was immer wir tun werden, wir müssen an die öffentliche Meinung denken. Seit der Übertragung kommen immer mehr nach Jericho. Die Botschaft hat zumindest Hoffnung verbreitet. Menschen zu töten war nicht unser Plan. Sie töten unser Eins jeden Tag. Glaubst du, das macht ihnen etwas aus? Das ist kein Grund, zu Mördern zu werden. Wenn Töten der Preis der Freiheit ist, zahle ich ihn gern. Zu töten bringt niemals Freiheit. Es führt nur zu mehr Hass. Wichtiger als unseres. Wenn du glaubst, dass das Töten von Menschen uns die Freiheit bringt, bist du nicht besser als sie. Das reicht. Und was machen wir jetzt? Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Und die Polizei. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Das klingt nach einem guten Plan. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen verbrecherischen Folge Detroit Become Human. Aus dem Untergrund nach oben. Von Jericho bewundert. North ist neutral. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Finde den Cyberlife-Laden. Was war das? Warte mal, Lady, hier ist ein Heftchen. Ich brauche eine Minute, denn Bildung ist wichtig. Detroit Today, wer ist es? Die Frage, die jeden interessiert. NATO hat Sicherheitsrat über Disput gespalten. Das ist schon wieder Dritter Weltkrieg. Aber das ist nicht meine Schuld. Ein Android als Präsident? Das hatten wir ja schon mal, das Thema. Besser als Trump wäre es auf jeden Fall. Na gut, Lady. Darauf habe ich lange gewartet. Ja, du alte Psychotante. Das glaube ich dir sogar. Aber es kann doch nur schief gehen, oder? Weil klar, Marcus kann die einfach anfassen. Marcus, hier lang, schnell! Ja, ich komme schon. Ist okay, sie sind weg. Schreit er noch lauter. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Okay, es wird doch spannender als gedacht. Weil was ich gerade sagen wollte, Marcus kann die einfach anfassen und die helfen ihm. Aber kann er die auch zu Abweichern dadurch machen? Das würde mich echt interessieren. Und können die anderen das dann auch? Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Okay. Gebiet sichern, Laden eindringen. Siehst du das Alarmsystem? Nicht wirklich. Erste Auslieferung Juli 2038. Das sind Kameras. Netzwerk, bla 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 bla. Gerät-ID, bla bla bla. Identifizieren. Gefunden. Das war's, aber ich wollte noch mehr angucken. Wo fangen wir an? Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Ja, so ein Röntgenblick ist geil.
Kinder, nimmt das nicht als Vorbild, aber hier sind eh keine Autos. Wo geht's weiter? Ah, ich hasse das. Achso. Netzwerkzugang gefunden. Okay, was kann ich jetzt da machen? Ah, da kann ich rein. Okay, ich habe nicht viel Zeit. Also Leute, I'm sorry. Umwandeln. Er kann die echt zu Abweichlern machen. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Du bist nun wach. Okay, es ist immer das Rote. CyberLife NetID, Netzwerkbetreibung. Was habe ich gesagt? Es ist immer das Rote. Selbst ein Schwarz-Weiß-Film, es ist immer das Rote. Marcus, Achtung! Okay, das war knapp. Ich hasse Drohnen. Gut gemacht, Marcus. Ja. North steht auf Feiglingen, die sich verstecken. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer ran. Okay, Route berechnet. Okay, das klappt schon mal nicht. Das wäre auch zu weit. Vom Geschäft aus. Es ist natürlich die letzte Position, das muss ja so sein. Drohne ist dort in Reichweite. Okay, wie komme ich da hoch? Ezio-Modell wird geladen. Okay, ich denke mal, ich nehme die Position. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das wäre zu hoch. Okay. Dann nochmal. Ezio Auditore Programm wird geladen. Das wäre zu spät. Das wäre zu hoch. Es gibt nur die 3 Punkte. Okay, kaputt. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Wir brauchen eine Blockade. Für den Verkehr. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Stimmt den gelben Fahrzeugen da. Marcus! Ja? Ach, komm schon.
Marcus, komm her! I'm on my way. Ja. Warum soll ich jetzt zu dir kommen? Kommen wir erstmal die beiden hier. Ich bin frei. Du bist jetzt frei. Komm her, Bruder, du bist auch frei. Okay, jetzt schieben. Auch. So, jetzt stört uns keiner mehr. Ich hoffe doch mal. Okay. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Und wie willst du das anstellen? Wir suchen uns einen Laster und rammen die Fassade. Ein Laster? Es ist eine Baustelle in der Nähe. Da finden wir bestimmt einen. Also wieder zurück. Laster. Warte mal, die helfe ich auch, Bruder. Du bist frei. Weil keine Zeugen. Du auch schnell. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Du bist frei. Geh dahin, wo ich dir sage, dass du hingehen sollst. Okay, wo ist dieser fucking Laster? Dran? Ist das der Laster? No parking, truck exit. Da ist er doch. Wie komme ich da jetzt ran? Hallo? Wie komme ich da rein? Marcus, wir müssen jetzt den Laster suchen. Ich habe ihn doch schon gefunden. Da ist er. Laster. Stimmt über das Gerüst, ha? Huh? Dreh dich! Ah, diese Steuerung! Will der nicht einfach über das Gerüst hier hoch oder da durch? Das ist wieder ganz simpel. Aber ich glaube, das wäre wieder zu simpel. Da hinten ist was Gelbes angezeigt. Warte mal, euch beide befreie ich auch noch. Du bist frei. Das hat er zu Tussi nicht gesagt. Hm, komisch. Ah, da. Schloss gefunden. Worauf warten wir noch? Jump. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Aber ich mag North Art. Was würdest du nur ohne mich machen? Die blöde Zange suchen. Na gut, ich wäre einfach im LKW durchgerast. Das sah ziemlich heile aus. Ich hoffe nur, dass ich nicht selber lenken muss, weil mit der Steuerung das wird in die Hose gehen. Das könnte gleich etwas lauter werden. Okay. Markus, ich hoffe, du kannst fahren. Tut nur R2. Wenn was schief geht, Markus hat Schuld. Okay. Kommen wir da so? Ja, da kommen wir locker rein. Jetzt, Markus, Vollgas.
Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Ja, ich mag ihre Art. Ich glaube, ein paar werden dran glauben. Natürlich nicht. Perfekt. So, jetzt alle angrapschen. Wecke die Androiden. Los, Schwester, du bist befreit. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. That was free like the wind. Okay, und die nächsten. Sprich mit ihnen. Okay, Leute. Ich bin... Das... Steuerung! Lass mich doch... Oh. Mann, diese Steuerung geht mir echt auf den Sack. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer... ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Verändere den Park. Herr Friedfertig natürlich. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Wir bleiben natürlich friedlich. Ah, die Schaufenster hier. Weil wir können auch alles zerstören, aber das Problem ist halt, das gibt wieder schlechtes Karma. Und das Symbol... hier, Faust. Faust ist immer gut. Achso, das. Ist ein starkes Symbol. Ja, mein Traum. Ich denke, also bin ich am Planet zwei Völker. Ich denke, also bin ich. Auch so eine Pistole. Markierungssymbol. Ah, gut, der macht mit. Nice.
noch was? Da die beiden. Ah, hier. Da kommt der Slogan hin. Ein Planet, 12 Völker. Ja, das klingt gut. One Planet, 2 Völker. Races. Okay, weiter geht's. Markierungssymbol. Zack. Okay, jetzt um die Bänke. Abreißen, markieren. Die Navigation. Wir haben einen Traum. We have a dream. Hologramm auf einer Holzbank. Das ist. Die Monitore, Marcus! Okay. Nächste Bank. Markierungssymbol. Wie gesagt, Hologramm auf der Holzbank ist geil. Na, Steuerung, komm. Hacken. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnung und unserer Rechte. Gemeinsam können wir Frieden leben. Okay, perfekt. Ist noch viel zu tun? Ja, da ist noch was. Zur Steuerung nicht so weit laufen. Markieren. Wir werden heute nichts zerstören. Auch nicht schlecht. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. Schön gestaltet. Auf der anderen Seite noch komplett alles. Stromausfall. Ah, nein, nein, nein. Wobei der Verschoss ist. Ja gut, ein bisschen gewaltsam waren wir. Ja, komm schon. Aber es dient dem Zweck. Okay, wieder runter.
100% Pazifismus. Perfekt. Ach, jetzt geh doch weg von dem Ding. Alter, diese Steuerung. Alle Teams haben ihre Mission bewältigt, Marcus. Sie kommen. Wir verschwinden. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Das war gar ein witziger Bug. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Gar nicht gut. Beeil dich, Marcus. Oh, gar nicht gut. North, was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Entweder können wir aufräumen oder alles geht in die Hose. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Nein, das wird nichts bringen. Du musst das hier nicht tun. Rache verschonen, nicht entscheiden. Verschonen, nicht entscheiden, verschonen. Auge um Auge und die Welt wird blind. Vollkommen richtig. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Ja und nein. Aber da sieht man mal, dass Androiden intelligenter sind als Menschen. Weil Menschen sind rachsüchtige Bastarde. Die werden sofort geschossen. Gut, da hätte man alle drei Punkte machen können. Aber es hat, glaube ich, nichts gemacht. Priti-Protest, aggressiver Protest. Okay, da haben wir vieles noch offen, was man hätte machen können. Sehr vieles sogar. Ah, na gut, wir haben uns dazu entschieden, friedlich zu sein. Und ich finde das immer der beste Weg. Weil, wie Marc schon sagte, Auge in Auge und die Welt ist blind. Ah, na gut, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es mir Bewertung. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut raus und bleibt geschmeidig. Peace.